Hallo und herzlich willkommen zum Connect Podcast. Mein Name ist Lennart Holtkemper und wir sprechen heute auf der Connect Conference 2024 mit den Teilnehmern über viele spannende Themen. Bleiben Sie also dran und viel Spaß beim Zuhören. Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Hallo und herzlich willkommen bei dir, Batzer Bacher, bei unserem Connect-Podcast auf der Connect-Conference 2024. Sie hatten heute einen Vortrag über Mobile Coverage on Rails and Roads. Und da würde ich ganz gerne wissen, Vantage Tower baut ja, wie der Name schon sagt, Tower. Also Sie sind eine Tower-Co. Und welche Herausforderungen sehen Sie bei der Bereitstellung von schnellem Mobilfunk an Schiene und Straße? Danke für die Einladung und danke für die Frage. Die Frage scheint sehr einfach zu sein, aber eigentlich, um das so richtig verstehen, muss man ein bisschen mehr Background einfach diskutieren hier. In meinem Vortrag gerade habe ich darüber gesprochen, dass die Gigabit-Strategie von der Bundesregierung Deutschland vorsieht, dass bei 2030 in Deutschland das alleraktuellste Mobilfunkstandard soll implementiert werden, sodass alle Bürger, egal wo die sind, ob sie zu Hause, auf der Arbeit oder unterwegs, die gleiche User Experience und die gleiche Dienste erhalten werden. Ja. Wenn wir zu Hause und auf der Arbeit auf einem guten Weg, diese Herausforderungen mal zu meistern, sind wir bei diesem Thema unterwegs, ein bisschen hängen wir hinten. Was bedeutet das? Das heißt, wenn wir jetzt die Experten hören, dann würde es heißen, wenn wir über spezifisch jetzt in diesem Fall Züge reden, die neuen Züge, die modernen Züge, die sind sehr gut abgeschirmt. Also Mobilfunksignale haben Schwierigkeiten, die es ist sehr schwer, sie durchzudringen. Ja. Genau. Gleichzeitig, wir sprechen über Züge, die bis zu 300 Kilometer pro Stunde erreichen können an Geschwindigkeit. Was natürlich für die Mobilfunkanbindung auch eine gewisse Herausforderung. Zusätzlich auch wissen wir, dass auch die Deutsche Bahn einen neuen Rollout für ihren eigenen Betrieb braucht. Die nennen das einfach FRMCS. Das ist Future Rail Mobile Communication System. Und das muss ja auch implementiert werden, damit sie auch in der Lage sind, auch einen eigenen Betrieb auch entsprechend zu bedienen. Wenn wir dann überlegen, dass wir für die Endkonsumenten eine gewisse Dienste anbieten können, unter diese Herausforderung, sagen die Experten, dann würden wir brauchen 5 Gigabits pro Sekunde. Und das ist das viel, vielfache von was heute mit den jetzigen Technologien möglich ist. Das heißt, heißt das im Grunde genommen, wir müssen was Innovatives entwickeln, der uns in der Lage bringt, unter diesen Umständen, dass wir eine Lösung, die wirtschaftlich machbar ist und zeitlich machbar ist, damit dass wir mit der Agenda 2030 eine mögliche Lösung auch zur Verfügung stellen können. Dafür, auch mit dieser Herausforderung, was wir gerade sehen, braucht man ein Ökosystem, viele Partner, die miteinander konstruktiv arbeiten, um eine Lösung zu finden. Weil diese Challenge ist multidimensional. Und das ist, was nämlich passiert. Letztes Jahr im Mai 2023 wurde ein Projekt ins Leben gerufen. Da haben sich 4 Partner zusammengetan, um eine Lösung dafür zu konzipieren und zu testen. Dieses Projekt heißt GINT, das ist Gigabit Innovation Track. Und die 4 Partner, die sich da zusammengesucht und gefunden haben, das ist einmal natürlich die Deutsche Bahn, dann haben wir Telefonica als Mobilfunkanbieter dabei, das brauchen wir auch. Dann haben wir einen Hersteller dabei, das ist die Ericsson und Vantage Towers als die Tower Co. In dieser Konstellation.
Ziel von dieser Gruppe, by the way, diese Gruppe wird dann subventioniert. Dieses Projekt wird subventioniert durch das Bundesministerium für Digital und Verkehr. Mhm. Und das wurde, wie gesagt, im Mai 23 auch diesen Förderung auch erteilt. Und seitdem arbeiten jetzt diese Unternehmen zusammen, um eine Lösung zu finden. Dafür haben wir als Vantage Towers einen neuen Ansatz reingegangen mit den Towers, die Masten. Weil wenn wir die normale Masten jetzt nehmen werden, die wir normalerweise jetzt so für den Mobilfunk bauen, dann würde es kostenmäßiges hoch sein, es wird Zeit in Anspruch nehmen und es wird nicht so modular und so flexibel sein, wie es nötig ist, einfach mit den Zügen auf die Strecke. Zeit in Anspruch nehmen, weil das mit den Masten, die Sie jetzt neu entwickelt haben, weniger Baugenehmigungen nach sich zieht? Absolut, absolut. Weil die konventionellen Masten, die wir heute bauen, viele davon brauchen eine Baugenehmigung. Mhm. Und was wir jetzt speziell für diese Züge jetzt, für die Strecke jetzt an die Schienen entwickelt haben, sind komplette innovative Masten. Die sind 15 Meter hoch, sind modular. Die Module sind 3 Meter groß, so dass man sie extenden kann, ohne dass man irgendwie spezielle Maschinen braucht oder große Anstrengungen macht, sondern man kann sie direkt neben die Schiene ineinander stecken. Und dann, was es super wichtig ist, für die anderen Tower, die wir konventionell, ich nenne sie einfach die konventionellen Tower, die wir bauen, brauchen wir eine Foundation. Das ist erstmal zeitlich und kostenmäßig sehr intensiv. Mhm. Für diese innovative Masten brauchen wir nur eine Plattform, die ist auch modular. Man kann sie auch in den Winkeln auch variieren, damit dass sie, man weiß ja, in den Strecken dort, da gibt's da Büsche und alles Mögliche. Ist nicht gerade alles flat und so. Deswegen brauchen wir diese Plattformen, so können wir einen Winkel so variieren, dass wir dann entsprechend gerade stehen können. Mhm. Es können bis 45 Grad variiert werden. Und dann, was super toll jetzt an diese Lösung ist, ist, dass wir pro Mannschaft, die dort das Deployment machen, 3 Tower pro Tag machen können. Okay. Also sowohl, ja absolut, ja. Sowohl diese Plattform zu fixieren im Boden mit speziellen Materialien, als auch den Mast dort draufzusetzen, inklusive das Equipment, sowohl von der Deutsche Bahn für diese FRMCS-Network, was sie brauchen, als auch von den Mobilfunkanbietern, damit dass sie die Signale dort strahlen können. Mhm. Also 3 pro Tag, wenn wir denken, dass laut Experten die Deutsche Bahn könnte, sollte, wird vielleicht 20.000 von solchen Masten brauchen, dann ist 3 pro Tag einfach zu bauende Masten, können in eine Massenproduktion gehen, weil es auch super wichtig ist. Keine in den größten Teil der Bundesländer keine Baugenehmigung brauchen. Das ist für den Tower-Business unglaubliche Innovation. Da brauchen wir nicht über Clouds und sowas zu reden oder Open RAN oder so. Alles fängt mit den Towers. Ja, das ist nachher der Emittent. Ne? Da kommt nachher das Wichtige raus, wovon jeder redet. Das stimmt natürlich. Ja. Absolut. Also 20.000 neue Tower zusätzlich, um alleine nur die Schiene zu versorgen. Genau, die wichtigsten Strecken in Deutschland. Mhm. Das ist die Einschätzung der Experten. Ja, ja. Das sagt man, wenn man das macht. Was wir machen mit dem GINT-Projekt, ist ja ein Pilotprojekt. Mhm. Läuft bis Ende des Jahres, also seit Februar, läuft in Mecklenburg-Vorpommern eine 12 Kilometer Strecke, das ist die Teststrecke. Da läuft eine spezielle Bahn von der Deutsche Bahn, ein Zug, der heißt Advanced Train Lab und geht bis 140 Kilometer pro Stunde. Da auf die Strecke haben wir 13 von solchen Masten gebaut. Die Equipment sind dort auch von Ericsson dort gebaut. Und zusätzlich, es ist alles ein 5G-Standalone-System,
Es wird auch mit der Beteiligung von Telefonica zur Verfügung gestellt. Und seit Februar laufen die ersten Tests, das sind verschiedene Szenarien. Und alle diese Tests würden dann peu à peu alle abgewickelt, sodass wir erwarten bis Ende dieses Jahres, dass alle möglichen Tests finalisiert sind und dann entsprechend jetzt die finale Ergebnisse auch kommen werden. Das heißt, ab nächstem Jahr, soweit alles abgeschlossen wurde und erforscht wurde, könnte man beginnen mit dem eigentlichen Ausbau des Schienennetzes? Könnte. Es ist natürlich, dazwischen sind viele Entscheidungen zu treffen. Erstmal müssen wir gucken, wie die Ergebnisse aussehen. Dann muss man sich überlegen, wie die Investitionen zu tätigen sind. Also wer es bezahlt schlussendlich. Ja, genau, wie das ganze Businessmodell funktioniert, alles. Aber das ist alles, machbar. Muss man sich nur genau erstmal sicher sein, dass es eine Lösung, die funktioniert. Und dann Step by Step, dann nehmen wir eine nach einander. Was ist Ihre Einschätzung? Meinen Sie, dass es bis 2030 möglich sein wird, durch ganz Deutschland zu fahren und währenddessen Teams-Meetings abzuhalten ohne Probleme? Das kann ein Traum sein. Nein, Spaß beiseite. Es ist sehr schwer, das einzusetzen. Ja. Hängt sehr viel davon ab. Wir reden hier über ein Thema, der nicht so einfach, nicht straightforward ist. Da sind noch viele Sachen, die noch zu klären sind. Also, ich sage manchmal, und das ist allgemein gilt das so, manchmal, wenn die Herausforderungen so groß sind, dann versucht man eine ideale Lösung zu finden und dann verschenkt man Zeit und dann kommt man nicht dazu. Hier fangen wir einfach, diese Challenges ein nacheinander zu lösen. Lass uns erstmal die Testergebnisse genau bekommen, analysieren, in parallel natürlich diskutieren alle Partner zusammen und die Politik und alles über, was für ein Businessmodelle da entstehen können. Ist halt auch gerade nicht einfach für die Mobilfunkanbieter, da die Strecken, die sind zwar frequentiert, aber natürlich nicht so frequentiert wie jetzt eine Innenstadt beispielsweise. Das heißt, da kommt dann vielleicht einmal in einer halben Stunde ein Zug vorbei mit ein paar hundert Menschen an Bord, die dann ganz schnell ganz viel Kapazität brauchen, genau, und dann ist erstmal wieder für eine halbe Stunde Ruhe. Also ich glaube, das stelle ich mir auch schwierig vor, sich dann, ja. Dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Weil unsere Mission ist, Neutral Host zu sein. Was bedeutet Neutral Host? Das heißt, eine passive Infrastruktur und für alle da. Eine mögliche Option ist, dass man entlang der Schiene einfach Active Sharing macht. Eine Investition, alle MNOs würden dort sein. Ja. Genau, gleichzeitig auch der Deutsche Bahnsystem, der FRMCS. Also dafür sind die Towercos da, damit dass man ermöglicht, dass man wirklich mit einer Infrastruktur in eine ökonomische, akzeptable Art und Weise Lösungen anbieten. Und auch gleichzeitig ökologisch. Ja, natürlich. Ja. Dass nicht die Investition an nur einem auch hängen bleibt, sondern dass es sich ja schön verteilt. Und für die Umwelt, für die Landschaft, alles ist es immer besser, das so entsprechend zu machen. Nun haben wir in Deutschland auch, vielleicht nicht gerade wie in Österreich und der Schweiz, auch ein paar Tunnel. Wie sehen Sie da die Chancen, dass die auch entsprechend ausgestattet werden? Oh, gute Frage, nächste Frage. Nee, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Also Sie kümmern sich jetzt erstmal um die erstmal um diese Strecke. Teststrecke, genau. Ja, ja. Und dann müssen wir gucken, diese andere spezifische Cases. Natürlich. Gibt es noch irgendwas, wo die Regulierungsbehörden vielleicht unterstützen könnten, damit das Ganze schneller abläuft, besser von der Bühne geht, obwohl Sie ja schon gesagt haben, man braucht eigentlich weniger Zeit, weil man halt keine Baugenehmigung in dem Fall braucht. Also nicht in alle Bundesländer, deswegen wäre es sehr schön, dass die dann noch nicht so weit sind, dass sie auch mitmachen werden. Dann haben wir flächendeckend und dann müssen wir auch das Thema Finanzierung überlegen. Da hast du vorhin auch die richtige Frage gestellt, das ist nicht ein Hotspot. Okay, der Verkehr dort kommt ja in gewissen Peaks und dann ist es nachher flach. Und daher, also da müssen wir die Unterstützung wird auf jeden Fall benötigt, auch auf der europäischen Level, weil da reden man sehr viel über diese Corridors, ne? Rail Corridors, Road Corridors und so weiter in Brüssel.
und die Gigabit-Strategie von der Bundesregierung, dass sie auch wirklich dann vorangeht und die Implementierung entsprechend auch weiter fortschreitet, und müssen wir die Subventionierungs- und die Finanzierungs- und so weiter dann geklärt werden. Also es ist jetzt nicht ein reines Deutschland-Thema, sondern es betrifft die ganze EU, und absolut. Entsprechend sehen Sie vielleicht auch die Chance, dass diese Tower nicht nur in Deutschland zum Einsatz kommen, sondern auch EU-weit oder vielleicht sogar weltweit, oder was sind Ihre Pläne? Also für uns definitiv, wir sind ja ein europäischer Towerco, wir sind präsent in 10 Ländern. Wir würden mit Sicherheit alles, was wir hier lernen, auch woanders transportieren. Ich sage, also für uns Towerco ist Effizienz das A und O, und dass man das wieder repliziert, was man in einem Land erfolgreich implementiert hat, auch in anderen Ländern, auf jeden Fall. Aber das ist für mich Zukunftsmusik. Erstmal gucken wir, dass wir erstmal diese Tests weiterführen bis Ende des Jahres. Und dann muss man schauen, wie es dann weitergeht. Und dann sprechen wir nächstes Jahr im Connect Conference Podcast über die Ergebnisse. Absolut. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.